Heute mit Johannes Wusilat. Herzlich willkommen bei Digitalk, dem Podcast über digitale Transformation für Entscheider. Mein Name ist Sebastian Eisenbürger und ich sitze gerade im Fotoatelier von Johannes Wusilat, einem Stuttgarter Werbefotografen. Hi Johannes. Ja, hallo Sebastian. Cool, dass wir das hier machen können, dass wir sitzen auf deiner Wiese quasi, ja. In deinem Studio und uns jetzt hier über Digitalisierung unterhalten können. Ich finde das total spannend, weil Fotografie ist hier erstmal was, wo man denkt, da muss ich jetzt ins Studio kommen oder der Fotograf muss wohin kommen und es ist jetzt 100% analog. Erzähl doch einfach mal, was du machst, was Fotografie bedeutet und weswegen dann Digitalisierung doch nicht ganz daraus wegzudenken ist. Also ich konzentriere mich primär auf Werbeaufnahmen für die Industrie und für Geschäftsberichte. Das heißt, von Maschinenfotografie bis hin zu Porträts von Geschäftsführern, Vorstände, primär für Geschäftsberichte eben. Warum ist Digitalisierung nicht mehr wegzudenken? Das ist eine gute Frage. Grundsätzlich, alles, was ich eigentlich mache, ist digital. Also wir sind ganz weit weg von analoger Fotografie. Das Einzige, was noch analog ist, ist die Mechanik in der Kamera. Aber alles andere ist wirklich digital. Von der Datenverarbeitung bis hin zu den Versenden von Bildern, bis hin zu der Verwendung der Bilder. Das ist eigentlich alles digital. Wie ist das in der Kommunikation? Also ich habe noch dieses Bild im Kopf von damals. Ich habe ja mal Verlagskaufmann gelernt, mich zum Medienfachwirt ausbilden lassen, habe dann selbst Mediengestalter ausgebildet. Und damals gab es tatsächlich noch, das ist schon lange her, man hört das, noch diese klassische Fotografie, also analog, so mit Filmentwicklung und so. Sehr lange her. Ja, es gab damals auch schon die ersten digitalen Kameras, die waren dann sehr teuer, aber tatsächlich haben die meisten oder viele Fotografen noch mit analoger Technik gearbeitet oder auch aus Prinzip damit gearbeitet, weil es damals eben als noch besser, schöner, originaler galt. Wie war das damals? Hast du angefangen, als es schon komplett digital war? Nee, überhaupt nicht. Als ich angefangen habe, war das Digitale schon präsenter als alles andere. Im Studium selbst haben wir ein Semester mal wirklich die analoge Fotografie durchgenommen, was aber heute jetzt in meinem Arbeitsbereich überhaupt keinen Einfluss genommen hat. Selbst das, was man da gelernt hat von dem Material, die Kameratechnik, ist das, was wirklich relativ geblieben ist von der Verwendung her, aber nicht das, was im Nachgang passiert, von den Chemikalien etc. Wie siehst du das denn jetzt, wenn wir jetzt in die wirklich heutige Welt denken und wir kleine Geräte haben, die auch schon ganz, ganz viele Kameras ersetzen können oder auch die Ansprüche vielleicht sinken und Fotografien jeder selbst in Anführungszeichen Profifotos macht? Also was ich gemerkt habe, dass die Ansprüche höher sind als je zuvor, okay, ist es so schneller geworden. Also man muss viel schneller reagieren auf Kunden, viel schneller auch die Auftragsarbeiten abarbeiten. Aber die Qualität, die ist eigentlich höher denn je. Denn es gibt gerade, weil eben so viele Kameras und so viele Menschen auf dem Markt sind, die sich jetzt Fotografen nennen, auch einfach viel mehr Bilder und auch viel mehr gute Bilder. Natürlich auch viel, viel mehr schlechte Bilder, aber eben auch viel mehr gute Bilder. Bedeutet, man ist einfach grundsätzlich da im Vergleich. Das bedeutet, man muss eigentlich seine Techniken verschnellern, verbessern, um dann eben auch für die richtigen Aufträge auch viel schneller die abarbeiten zu können. Wie schätzt du das jetzt ein, gerade in der Fotografie? Ist das wirklich so eine Sache, die Branche da umkrempelt gerade? Vielleicht auch den einen Fotograf vom anderen aussortiert, der darauf nicht eingestellt ist, nicht bereit ist oder es nicht leisten kann? Oder ist es tatsächlich schon Commodity und Fotografen machen das einfach, weil es die Zeit erfordert? Viele sind noch auf dem Trip, dass Megapixel zählen. Wie viel Auflösung hat eigentlich die Kamera? Davon gehe ich ein bisschen weg, weil für mich ist die Kamera als solche eigentlich nur ein kleiner Teil von dem, was ich eigentlich machen muss. Und dieser kleine Teil rechtfertigt nicht, immer mit dem Strom schwimmen zu müssen, mehr Megapixel.
hier geht es mir primär auch darum, dass ich habe einmal mal verglichen, wo eigentlich meine Bilder Verwendung finden. Und ca. 3-4% sind wirklich sehr hochauflösend von den Aufnahmen. Meistens sind es dann Kampagnen, die man fotografiert, wo die Bilder wirklich sehr groß gedruckt werden. Aber die meiste Verwendung ist für Webseite, für Intranet, für meine Broschüre. Aber selbst Broschüren sind von ihrem Format her begrenzt auf vielleicht ein A4. Ja, wenn es hochkommt, auch mal ein A3, aber das ist ganz selten. Und daran kann man schon sehen, wie groß eigentlich die Bilder sein müssen. Und für mich zählt eigentlich auch nicht mehr die Auflösung als solche, sondern die Qualität muss sich in den Bildern selbst, in der Bildgestaltung widerspiegeln. Und das eine ist nur ein ganz kleiner Faktor, also die Bildauflösung ist nur ein ganz kleiner Faktor, was die Qualität eines Fotografen ausmacht. Wie ist es denn mit dem Thema Daten? Also ich kann mir vorstellen, dass ja Daten eine extrem große Rolle spielen, ganz, ganz unterschiedlicher Hinsicht, also was Datensicherheit betrifft, was die Datenhaltung, Verfügbarkeit, auch gerade vielleicht die Datengrößen im Bereich Fotografie sind ja auch nicht ganz klein, gerade mit Bildbearbeitungsprogrammen unterwegs ist, arbeitet. Was hat sich da verändert und spürst du da irgendwo Themen, die schwierig sind für die Branche oder sind es auch Themen, die in der Ausbildung inzwischen bei Fotografen behandelt werden? Also was bei mir eben hinzugekommen ist, eben IT-Experten. Das heißt, ich habe eine Person, die für mich genau diese Themen wie Backup-Lösungen, wie zum Beispiel Server, wo werden die Bilder archiviert, wo werden die für den täglichen Gebrauch zugänglich gemacht. Da habe ich eine Person, die mir da einfach ein bisschen unter die Arme greift. Aus dem einfachen Grund, weil ich nicht möchte, dass ich durch irgendwie Feuer, Wasser oder sonstigen Einflüssen wie Diebstahl mal dastehe und die Bilder aus den letzten Jahren verloren habe. Mhm. Das heißt, ich muss da einfach sicher gehen, dass selbst die Daten, die vor 3-4 Jahren gemacht worden sind, einfach existieren, archiviert sind, auf die man dann nach Kundenwunsch auch noch zugreifen kann. Es gibt aber auch Kunden, die sagen, ja, nach 2 Jahren kann man durchaus die Bilder löschen, aber wir haben einfach einen längeren Zyklus und bisher löschen wir nicht. Wenn wir irgendwann mal in eine Platznot kommen, was ich aber nicht glaube, weil die Platztechnik, also die Größen der Festplatten, genau, die wachsen meistens schneller als die Auflösung der Kamera und von daher mache ich mir da keine Sorgen. Hm. Wie ist das, wenn du bist Werbefotograf, wie ist das in der Werbung? Haben sich da die Dinge verändert durch die Digitalisierung? Glaube ich jetzt so ad hoc nicht. Okay, das heißt, im Grunde geht es darum, Fotos zu machen, ganz klassisch wieder zum Set zu gehen, eine Aufnahme zu machen, die aufzubereiten und an der Stelle zu publizieren. Ja, also was ich merke, ist, dass man die Bilder schon, weil man hat einfach den Ansporn, auch gleich mit dem Kunden Bilder anzugucken, die gemacht worden sind. Bedeutet, man fotografiert direkt in einen Rechner. Unter Umständen werden die Bilder zusätzlich auf einem iPad gezeigt, sodass dann auch noch eine zweite oder Drittperson eben auf die Bilder zugreifen kann, am Set selbst und noch bewerten kann. Bedeutet, die Auswahl wird direkt vor Ort passieren und man kann direkt auch mit dem Kunden in Interaktion treten, welche Bilder gefallen einem, welche nicht. Also es ist auch da eine viel schnellere Kontrolle, die dahinter steckt, um auch die Qualität dementsprechend auch wirklich zu verbessern. Also man fotografiert nicht auf eine Karte mehr, sondern wir fotografieren direkt auf einen Rechner. Und alle Beteiligten, die haben eben dann auch schon den ersten Einblick gewinnen können. Okay. Jetzt bist du ja meiner Einschätzung nach jetzt einer von den eher jüngeren Fotografen noch. Da gibt es ja eine Generation, die da noch ein bisschen weiter ist oder schon noch andere Zeiten kennt. Hast dann einen Einblick, wie sich solche Fotografen mit dem Thema beschäftigen, ob die das ernst nehmen, daran scheitern oder ob das alles ganz normal cool ist und sie die Chancen eher erkennen? Also von den älteren Fotografen, die ich kenne, die nagen schon genau an diesem Thema. Die kommen mit der Geschwindigkeit nicht hinterher. Ist aber auch klar, weil es ändert sich wirklich andauernd etwas. Jeden Tag muss man irgendetwas updaten. Also das ganze Thema Software ist ein ganz großes. Man kann nicht mehr darauf hoffen, eben einen Rechner zu haben und eine Software und die funktioniert für 5 Jahre, sondern auch da muss man einfach wirklich wöchentlich, monatlich dann
ein Auge drauf haben. Und diese Geschwindigkeit, ist mein Eindruck und das, was ich bisher gehört habe, ist einfach zu schnell. Das heißt, da hinken teilweise Fotografen wirklich hinterher. Zu schnell für dich als Fotograf? Oder, also sie ist schnell, das ist sich auch so. Die Frage ist eben, ob jetzt die Prozesse, die aktuell da sind, vielleicht noch nicht darauf angepasst sind und hinterherhinken. Und die Geschwindigkeit wird tendenziell eher zunehmen, würde ich mal schätzen, in Zukunft. Oder die Erwartung an die Geschwindigkeit. Ja, ich sage nur Ladebalken. Ein bekannter Fotograf von mir, der hat eine normale DSL-Leitung. Und auch da merkt man allein schon, dass wenn ein paar Daten hochgeladen werden, dann vergeht mal schnell eine Stunde. Hm. Und ich habe eben gleich darauf geachtet, dass wir eine Standleitung haben. Bedeutet, ich möchte jetzt nicht Zeit verbrauchen zum Uploaden, sondern mit einem Klick sollen die Daten möglichst hochgeladen sein. Oder wenn ein Kunde auch die Rohdaten wünscht, kann man auch da direkt die Rohdaten liefern, auch mal ein Terabyte hochladen ohne Probleme. Das geht auch. Und okay. Diese Geschwindigkeit ist auch vielleicht auch ein Grund, warum bewusst nur ältere Generationen, die noch die analoge Zeit miterlebt haben, da vielleicht nicht ganz mitkommen und da auch keine Priorität drauf haben, sondern die haben ihre Kamera, die haben vielleicht auch eine Abteilung Bildbearbeitung, aber diese Geschwindigkeit, die der Markt hat, da fühlen die sich eher nicht ganz zu Hause. Das ist jetzt mein Gefühl von einem Freund von mir, der in dem Bereich noch fotografiert. Das ist, geht auf die 70 zu. Okay. Und er fragt mich ab und zu, in welchen Bereich ich ihn unterstützen kann. Das sind meistens eben Software oder digitale Themen. Hast du eine Idee oder eine Vorstellung, wo das noch hingehen könnte? Was so die nächsten Steps sind in der Digitalfotografie? Also ich glaube, dass VA noch ganz interessant wird, auch im Bereich Film. Mhm. Das ist auch gerade vielleicht so ein Thema. Film und Foto wird immer mehr zusammengehen. Ich merke auch, dass das Foto an sich nicht mehr die Wichtigkeit hat im Vergleich zum Film. Das war vor ein paar Jahren anders. Da war Print sehr stark. Viele Aufträge kamen eben durch Print-Anfragen, also durch Magazine, Verlage. Ja. Und mittlerweile ist es so, dass auch das Video einfach erwünscht ist und es muss einfach da sein, es muss mitgemacht werden. Ob das das Making-of-Video ist oder ob das kleine Sequenzen sind, die dann für Instagram-Stories oder Facebook verwendet werden, also man muss da schon auch da die Möglichkeit dem Kunden bieten, das auch einfach mit abdecken zu können. Das heißt, klingt jetzt so, als ob ein Fotograf jetzt gar nicht mehr jetzt nur der Fotograf ist, der steht und den Knopf drückt an der Kamera, sondern quasi der Medien publiziert, unterschiedliche Medien, Bilder, Videos zur Verfügung stellt. Also ich merke, ich bin nicht mehr primär derjenige, der nur den Content erstellt, sondern ich muss einfach auch Sorge dafür tragen, dass der Content auch platziert wird und auch in den richtigen Portionen vorbereitet wird, dass eben dann, wenn es andere Abteilungen gibt, die damit weiterarbeiten, die Bilder und die Videos eben auch gut verwenden können. Wie stellst du sicher, dass du da auf dem Laufenden bist? Also so Anforderungen verändern sich ja ständig. Wie muss ein Bild aussehen für Facebook beispielsweise im Vergleich zu einem Video bei YouTube oder einem Vorschaubild bei YouTube oder einem Bild bei Instagram oder wo auch immer? Das verändert sich ja permanent. Es gibt unterschiedliche Vorgaben bei Facebook-Anzeigen, das Textbildanteil und solche Geschichten. Das geht ja sehr ins Detail. Oder ist das gar nicht deine Baustelle? Ist das dann schon Schritte zu weit? Ja, das ist schon meine Baustelle, weil A, muss ich auch meine Sachen richtig platzieren und B, muss ich auch dazu sagen, dass neben meinem Bildbearbeiter, den ich als erstes eingestellt habe, meine zweite Mitarbeiterin eine Social-Media-Expertin war. Ich habe gleich gemerkt, dass das Thema Facebook, Instagram, also die sozialen Kanäle grundsätzlich, dass ich da mitziehen muss und auch wissen muss, was ich da publiziere. Viele Kunden sagen auch, du machst den Content, kannst auch für uns eben die Bilder und die Texte und die Video dann passend zueinander dann auch publizieren. Mhm. Und auf den Zug muss ich aufspringen, weil ich gemerkt habe, dass es durchaus für einige Kunden interessant und dann habe ich es einfach gemacht. Mhm. Hast du ungefähr eine Einschätzung, wie groß der Anteil
deiner Arbeit oder der Arbeit deines Teams ist, eben jetzt mal klassisches Fotografieren, also Set-Arbeit und eben mal sozialen Medien, Aufarbeitung für soziale Medien, also nicht der Bildbearbeitung, um ihr ein Bildformat zu erstellen, sondern konkrete Verarbeitung eines Bildes für einen ganz konkreten Zweck. Also früher war das, wenn ich meine Ausbildung denke, 95,5, also 95% Bildproduktion mit Nachbearbeitung und 5%, ich weiß noch, damals haben wir so Bilder dann, also die Prints, auf so Papprahmen geklebt und das war quasi das, was wir als Ergebnis weitergegeben haben damals. Ja, das ist auch spannend. Ja. Ja. Das ist so nicht, ja. Ja, also vor 2 Jahren, also ich sage jetzt nicht all das, was neben der Selbstständigkeit noch anfällt, ob das bürokratische Sachen sind, sondern wenn ich es rein meine Selbstständigkeit als Fotografie betrachte und Bildbearbeitung, vor 2 Jahren waren es, oder vor zwei, drei Jahren hat es begonnen, war meine Fotografie 100% meines Umsatzes mit der Bildbearbeitung. Mhm. Das hat sich jetzt so an sich im Vergleich Bildbearbeitung, Fotografie nicht groß verändert. Was sich verändert hat, ist noch Film hinzugekommen nach vor 2 Jahren. Das hat dann, nimmt mittlerweile 30-40% ein von unserer Expertise. Mhm. Ist auch dementsprechend wichtig für unsere Umsätze. Und seit letztem Jahr ist eben auch die, das Thema Social Media bei uns sehr präsent geworden. Da sind die Umsätze jetzt noch nicht so hoch, aber das wird sich dahingehend, glaube ich, verändern. Mhm. Glaubst du, das verschiebt sich noch weiter? Also dass der Fotograf und vielleicht auch noch andere Berufe, irgendwelche Medienberufe, immer mehr zu Content-Produzenten, nenne ich es mal, werden? Also was sich auf jeden Fall ändert, ist, dass die Fotografie und der Film wichtig bleiben, aber man muss viel, viel mehr machen, als nur rein auf ein Foto sich konzentrieren, sondern auch die verschiedenen Einsatzzwecke, die verschiedenen Verwendungszwecke, Hochformat, Querformat. Also das wird noch extremer und es wird noch viel mehr in die Richtung gehen, dass man sagt, okay, ich konzentriere mich nicht mehr in der Bildbearbeitung auf ein einziges Foto, sondern ich brauche als jemand, der Content verarbeitet, viel, viel, viel mehr Materialien. Ich möchte das Model von links und von rechts zeigen für meine Fans. Ich möchte vielleicht ein Statement vom Model vielleicht zeigen oder hören. Ich möchte verschiedenste Posen sehen. Also man muss viel, viel mehr Content machen für die Kanäle, weil die auch andauernd danach lechzen, viel, viel mehr zu bekommen. Die Masse, okay. Ja. Ja, das ist spannend. Während früher das eine Bild das Ergebnis war, ist es jetzt zumindest dann die Bilderserie mit Video und allem, was dazugehört. Ja. Würdest du dann sagen, dass während jetzt früher Fotografen vielleicht eher vergleichbar waren, da gab es eben, der Fotograf hat fotografiert, der andere Fotograf hat auch fotografiert, vielleicht gab es unterschiedliche Schwerpunkte, also Hochzeitsfotografie versus Eventfotografie zum Beispiel, das ist das Gleiche. Hochzeitsfotografie versus People-Fotografie zum Beispiel. Und das vorhin VR angesprochen, virtuelle Realitäten. Aber tatsächlich habe ich jetzt in Südafrika einen Fotografen kennengelernt, der mit einem spannenden Gestell rumgelaufen ist, mit 2 GoPros drauf. Und er hat dann mit seinem Smartphone dieses Gestell gedreht und hat damit 360 Grad Fotos angefertigt von Innenräumen und von außen. Und konnte man sich eine Brille aufsetzen von Samsung und quasi mit einem Joystick sich dann durch diese Landschaft zoomen, drehen. Also man sich bewegen können und ein bisschen bewegen. Das war total eindrucksvoll. Ist das so eine Spezialisierung, wie sie kommen könnte? Ja, ich glaube auf jeden Fall, weil das ist ja auch ein Erlebnis. Durch eine Wildnis in einer höchsten Qualität an Auflösung laufen zu können und dann vielleicht auch die Tiere zu sehen. Also in dem Fall jetzt in Südafrika wahrscheinlich die Tiere zu sehen, die Landschaft zu sehen und eben dann vielleicht auch mit der passenden afrikanischen Musik und vielleicht einen afrikanischen Duft, dann auch ein ganz anderes, nahbares Erlebnis zu bekommen. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das, also mit Sicherheit wird das Einfluss nehmen auf die ganze Werbewelt. Mhm. Dass man viel besser Erlebnisse generieren kann, als nur ein Video, was Emotionen überträgt, aber man sich sehr viel selbst zusammenreimen muss. Ich glaube, dass das durchaus sehr viel Einfluss nehmen wird. Auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist Maximum. Was würdest du sagen, wenn du jetzt die Zukunft, Digitalisierung, Disruption, all diese Begriffe siehst,
Bist du da extrem positiv eingestellt, also 10, oder siehst du das skeptisch? Skeptisch wäre Richtung 1. Wo so dein Wert? Ja, ich bin extrem offen für diese Wende. Also ich bin schon bei 9, 10. Ich meine, es ist spannend und es reizt jemanden. Also mich reizt es zum Beispiel, weil ich merke, dass es weitergeht. Das ist wie damals der Schritt von analog zu digital, obwohl das, was jetzt kommt, noch viel, viel mehr sein wird. Das war ja nur eine andere Technik. Hier muss man viel, viel mehr vielleicht auf eine emotionale Ebene kommen, um die Sachen auch transportieren zu können. Also es geht da nicht nur um rein, die Technik zu wissen, wie man sie benutzt, sondern auch, wie man dann eben auch Gefühle vielleicht noch viel mehr transportiert. Dann geht es ja schon sehr in die Psychologie mit rein. Ja. Okay. Ja, das ist spannend. Dann sind wir wieder beim Thema Marketing am Ende des Tages. So sieht's aus. Okay. Das heißt, du würdest auch jetzt, wenn du jetzt an ganz junge Fotografen denkst oder auch Fotografen, die vielleicht gar keine Ausbildung haben, die das einfach machen, weil sie der Meinung sind, sie könnten das, siehst du keine Gefahr für dich, dein Geschäftsmodell, dass mal irgendjemand kommt mit 17 Jahren oder 15 Jahren und auf eine ganz neue Art und Weise Menschen oder irgendwas fotografiert, ja, was neue Maßstäbe setzt. Ich sehe das positiv, weil ich kann die Jungen, wenn sie in irgendeiner Sache gut sind, einfach mit ins Boot holen. Das sehe ich eher dann spannend, um weitere Expertisen mit reinzuholen, die ich vielleicht selbst gar nicht abdecken kann. Man sieht es auch, man muss auch da sehen, ich habe mich gerade vor einer Woche mit meinem Ex-Dozenten unterhalten, der an einer Schule für Fotografie arbeitet. Und er sagte, ja, vor 3 Jahren waren es noch knapp 2 Klassen. Und jetzt haben die Mühen, für das Thema Fotografie überhaupt eine Klasse zu füllen. Und das ist eine Entwicklung, die jetzt nicht von heute auf morgen, sondern er sagt, in den letzten 3, 4 Jahren hat sich das enorm gewandelt. Und da merke ich auch schon, dass die Fotografie als solche, oder es lernen zu müssen, gar nicht mehr so im Fokus steht, sondern ich kann mich jederzeit als Fotograf bezeichnen, wenn ich eine Kamera habe. Und alles an Know-how kann ich mir relativ schnell auch aneignen und auch darüber hinaus andere Techniken oder Tendenzen wahrnehmen. Ich meine, dafür gibt es YouTube, dafür gibt es so viele andere Kreative, die darüber auch berichten von ihren Erfahrungen und wohin auch der Markt so ein bisschen tendiert, dass man da viel, viel schneller ist, als ein Schulsystem überhaupt mitsieht. Ja, ich finde es spannend. Einerseits sagst du, dass da die Ausbildung ja schon disruptiert wird durch die Technik, die immer besser wird. Du brauchst nicht mehr wissen, was Belichtung ist, du willst nicht mehr im Detail wissen, was Brennweite ist, weil du hältst dein Smartphone oder die Kamera dahin, drückst den Knopf und die misst den ganzen Kram. Helligkeit, Abstand, ich weiß nicht genau, stellt das Bild scharf. Macht das von selbst. Und dann legst du noch die zwei vordefinierte Filter auf das Bild und dann sparst du auch die Bildbearbeitung hinterher mal. Ein bisschen Ja, provokant gesagt. so ist es. Und dennoch hast du keine Angst, weil du sagst, es bietet neue Möglichkeiten, das Feld wird größer und es heißt dranbleiben. Ja, durchaus. Cool. Und Das nicht zu weit zurückgucken. nach vorne gucken. Prima, das ist ein perfektes Schlusswort. Danke dir, ganz herzlich. War Gerne. cool. Da lernen auch ganz andere Branchen von, wer flexibel bleibt, die Chancen erkennt. Ja, der sieht, was die Digitalisierung mit sich bringen kann. Und das ist auch von dem Tipp total cool, zu sagen, wenn da noch Leute nachkommen, die mich disruptieren könnten, ja, warum die nicht einfach ins Team holen und mitmachen? Vielen Dank an der Stelle. Schön war's. Bei Ihnen, liebe Zuhörer, auch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Jetzt wäre es ganz, ganz klasse, wenn Sie jetzt auf iTunes gehen, den Abonnieren-Knopf drücken, damit wir auch die nächste Folge noch gemeinsam verbringen können. Bis nächstes Mal. Every change in light, there's a difference.